herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wir sind in der Serie oder im Blog Fieber sozusagen. Und heute ist es Books on Main. Ich habe wieder wie immer einen Blog vorbereitet. Den Blog hatte ich noch und habe ihn zurechtgeschnitten auf 4,5 Inch, womit wir gleich bei der Größe der Quadrate sind oder der Half Square Triangles sind. Die sind 4,5 Inch. So, und wir brauchen 8 Stück davon und eins für die Mitte. In der Anleitung ist angegeben, dass hier ein Quadrat an sich sein kann. Kann man so eins nehmen, bisschen Weihnachten. Oder hier habe ich noch einen Stern oder ein ganz glattes, weihnachtliches. Was immer ihr mögt, könnt ihr verwenden. Wie ihr wisst, ich bevorzuge immer das, was da ist, zu nehmen und nichts Neues zu machen. Das sind so oft so Probeblöcke, die ich dann mache und habe dann gleich die richtige Größe. Den hatte ich auch noch, denn das ist so ein Stück Rest gewesen. Das überlege ich mir, ob ich den jetzt nehme. Kann gut sein. Der ist sowas von einfach. Wir brauchen 8 Half-Square Triangles und dies machen wir natürlich nicht einzeln, also ich nicht. Wie ihr es macht, könnt ihr machen. Die Anleitung, die gibt es wieder kostenlos zum Downloaden. Ich bevorzuge meine Magic 8 Time und zwar brauchen wir ja die Größe 4,5 Inch und die ist ja unfertig, also schaue ich mir hier in der Tabelle an. 4,5 Inch, das heißt unfinished oder unfinished, unfertig und das ist fertig, wenn alles vernäht ist. Ich brauche unfertig 4,5 Inch und schneide mir dazu 2 Quadrate mit 10, hier steht noch ein Maß, 9 3/4, das ist mir zu knapp, denn ich habe lieber ein bisschen mehr Raum und nehme 10 Inch. So. Die habe ich schon vorbereitet, zugeschnitten. Einmal Weihnachtsbäume, so ein bisschen dezent und so einmal in Gold und die lege ich rechts aufeinander. Jetzt kommt der hier mal beiseite, die auch. Und zeichne mir hier von Ecke zu Ecke eine Linie an. Ich kann einen Bleistift nehmen. Gehe jetzt hier auf den gezeichneten Linien, das ist unsere Mittellinie, das sind die gezeichneten Linien, die hier nähe ich drauf. So lang und so lang und die beiden auch, also 4 Nähte, mehr brauchen wir nicht. Bevor wir auseinanderschneiden, habe ich es mir gebügelt und schneide jetzt hier erst einmal quer. Eine Hälfte. Das Teil bleibt liegen, das bewegen wir nicht. Dann gerade hier drauf achten und oben. Es bleibt immer noch liegen, wir bewegen nur das Lineal. Legen es hier an der gezeichneten Linie an, schneiden diagonal, hier ist die eine Seite und dann die andere Seite. Hier muss ich noch schneiden, das habe ich gemerkt, dass es nicht ging. Das sind meine Half Square Triangles. Und ich bügele sie alle zur bisschen dunkleren Seite und ich habe mit einmal 8 Stück, die ich brauche. Mehr brauche ich gar nicht machen.
Und jetzt lassen wir sie etwas abkühlen, weil die sind wirklich heiß. Und schneiden sie auf 4,5 Inch. Dann brauche ich nur die Bohnen hier abschneiden und dann ist es schon passend. Ja. Und das machen wir mit allen Half-Square Triangles. Wenn man so eins hat, das 4,5 Inch ist, das erleichtert natürlich die ganze Angelegenheit. So, alle Teile sind bei mir aneinander genäht und jetzt sind die Reihen dran. Bügeln die erste Seite, die erste Reihe nach außen die Nähte, die mittlere nach innen, also zur Mitte zeigend, und die dann wieder nach außen. Gebügelt ist, ich sehe, dass es ein bisschen wenig Kontrast ist, aber das ist jetzt egal. Ich lasse den Block so, klappe die obere Reihe auf die mittlere, richte die ersten beiden Nähte hier aneinander aus. Die beiden sind zusammengenäht und jetzt klappe ich mir das Ganze von unten nach oben, richte meine Nähte wieder aus. Ja, der nächste Block, der wird wieder kontrastreicher. Da schaue ich mal in meine Stoffkisten, was da so sich rumtreibt. Und jetzt hier, so die letzte Naht ist genäht und jetzt nehme ich mir mein Bügeleisen wieder und bügel erst von der Seite, dann klappe ich es hoch . Der ist jetzt hier ein bisschen hell geraten, dafür ist der umso schöner. Also, wenn es dir Spaß gemacht hat, dann freue ich mich über einen Kommentar, ein Like oder auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Bis dahin, tschüss!